Sind hier Freunde? Keine Freunde hier, tut mir leid. Freunde! Wieso kann ich überhaupt sehen? Sind es Augen oder einfach nur Kameras? Tut es weh, wenn ich sie anfasse? Hey, Jaita hier. Da ich offenbar verzweifelt bin, habe ich mich als Aushilfskraft für eine Nacht bei einem Fredbear's Restaurant beworben. Ich meine, was kann da schon schief gehen? Oh shit. Pünktlich wie immer bin ich erfolgreich angereist und wurde direkt vom wahrlich wunderschönen Eingangsbereich begrüßt. Wirklich hübsch. Doch das, was mich wirklich zuerst anlachte, waren die vielen Snacks im Automaten, die nur darauf warteten, endlich aus ihrem boxigen Gefängnis befreit zu werden. Sunniums. Oh. Nature's Taste. Oh, geil. Boah, Alter, geil, ey. Hi, na, wie geht's dir? Tatsächlich gab es bei diesem Job mal den Luxus, dass mich der Source Filmmaker-Chef höchstpersönlich empfing. Echt cool. Endlich mal ein Mensch und keine Stimme am Telefon, welche mich zubrabbelt und mir ständig erklärt, was ich zu tun habe. Er stellte sich befreundlich als Ethan vor und führte mich anschließend durch das gesamte Gebäude. Was ist diese Kevin MacLeod? Junge, alles gut? Trotz des seltsamen Schritts laberte er mich nun über Toiletten zu. Und darüber, dass das Licht auf jeden Fall nicht wegen Optimierungsproblemen bei der Map so scheiße aussieht. Ja, hier wird des Öfteren die vierte Wand durchbrochen. Naja, egal, er führte mich dann in die Spielhalle. Aber nicht ohne noch ein weiteres Mal die vierte Wand zu durchbrechen. Dann in den privaten Partyraum, welcher trostloser als jede Abstellkammer in dieser Einrichtung war. Dann in den Hauptpartyraum, welcher der hässlichste Schandfleck im ganzen Gebäude darstellt. Und ja, daran sind auch diese zwei Gruselgestalten auf der Bühne schuld, welche wohl eher in ein Leichenschauhaus passen würden. Ethan will zwar renovieren, aber ich denke, damit ließe sich nicht das wahre Problem in diesem Raum lösen. In der Küche wurde mir dann gezeigt, wie ich die Tiefkühlpizza vom Aldi für die Kunden richtig aufwärme. Und in den Staff Only Hallways wurde mir gezeigt, wo ich besagte Tiefkühlpizza und andere Fertignahrung finden konnte. Den Anblick im nächsten Raum hätte ich mir dann aber gerne erspart. Oh Gott. Während ich mich Ethan dann ungewollt annäherte, erklärte er mir, dass dies der Animatronic-Testraum ist. Fredbear sollte wieder bereit gemacht werden, was aber durch einen unbekannten Hacker erschwert wurde. Zu guter Letzt ging es dann in mein Büro, welches mit dem Antivirus-Programm für Fredbear und ein paar sinnlosen Kameras ausgestattet war. Doch ich sollte mich vor der eigentlichen Nachtschicht nochmal um ein paar Aufgaben kümmern, da der Hausmeister entweder gekündigt hat, gefressen wurde oder gar nie existiert hat. Nebenbei wird noch erwähnt, dass sich die Animatronics manchmal in der Nacht aktivieren könnten, das aber nicht problematisch sei. Und da Ethan so ein äußerst vertrauenswürdiger Source-Filmmaker-Chef ist, glaube ich ihm das selbstverständlich sofort. Danach hat er sich dann auch verpisst, ohne meinen Berg an Fragen, die ich noch an ihn hatte, zu beantworten. Cool. Der geht jetzt einfach und lässt mich hier. Please don't, ich will nicht, dass Sie gehen, Sir. Sir, bitte gehen Sie nicht. Ich habe noch Fragen. Bitte, Chef. Verpiss dich, du Chefchen. Und gleich als Chefchen weg war, hat sich Spring Bonnie direkt aktiviert und begab sich auf die Suche nach Freunden. Hey, irgendwer hier? Hallo? Die Animatronics können mich nicht sehen, wenn ich stillstehe oder meine Aufgaben nicht mache. Zum Thema Aufgaben. Meine erste Aufgabe war es zunächst, alle 10 Mülleimer im Gebäude zu leeren. Und natürlich passierte wieder mal das Vorhersehbare. Sobald man einmal allein ist, rücken die Dinger einen enorm auf die Pelle und vergessen dabei, dass es noch so etwas wie persönliche Grenzen gibt. Ich kann euch nun sagen, es ist kein Erlebnis, welches ich noch einmal brauche. Suchst du nach mir? Ich hoffe nicht. Denn ich bin gar nicht hier. Mann, wie sieht das denn hier schon wieder aus? Muss aufräumen. Ach, du willst nach Müll suchen, ja? Alter, nicht euer Ernst. Oh, die Ohren. Oh, er duckt sich, wenn er durch Türen geht. Das ist cool. Hier, Müll. Obwohl ich nur eine hart arbeitende Aushilfskraft war, war das Thema mit dem Stillstehen wohl wirklich ein sehr persönliches für Bonnie gewesen. Sag mal, läufst du hier alles rum und sammelst Müll? Das mache Nein. Ich mache das. Nein! Ich wollte gerade fragen, was passiert, wenn man mich einmal sieht. Tja, dann bekommt man eine äußerst grobe Begrüßung ins Gesicht gekreischt. Was ist denn das? Sammelt da wer Müll ein? Ich bin nicht hier. Ich mache nichts. Ich kümmere mich nicht um das Restaurant. Keine Sorge, ich mache keine guten Dinge. Und wenn ich sage, dass Bonnie es persönlich nimmt, wenn man den Müll wegräumt, dann meine ich das auch so. Er nimmt es sehr persönlich. Jetzt ist aber Schluss hier. Nein, 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 nein. Wo bist du? Komm ran hier. Er hat mich verloren. Holy shit. Puh. Ich hasse diesen Job jetzt schon. Okay, Hälfte haben wir. Hi. Na? Suchst du nach Freunden? Die wirst du hier nicht finden. Sind hier Freunde? Keine Freunde hier. Tut mir leid. Freunde. Hi. Suchst du nach Freunden? Hier sind immer noch keine. Nee. Hier ist nur ganz viel Pizza aus irgendeinem Grund, die hier rumliegt. Mark's Pizzeria. Did you know? Suchst du wieder nach Freunden? Also, ich habe keine gesehen hier. Du kannst ja woanders gucken, ne? Ganz weit weg. Oh. Die Toiletten sind auf der anderen Seite, ne? Mensch, Fredbear, du fauler Sack.
Komm mal ran hier, mir ist langweilig. Ich brauche Hilfe beim Aufräumen. Mann ey, dieser Typ ist echt ein Haufen. Ich weiß nicht, ob er mich da sieht. Oh nee, ich wollte mich gerade bewegen. Ich lasse das sein, ja? Ich bin lieb, ganz lieb. Habe ich schon erwähnt, wie aufregend dieser Job ist? Nun, diese Nacht zieht sich echt länger, als die Aufgabe, William Afton endlich zum letzten Mal zu Tode zu bringen. Ich würde dir ja Platz machen, aber dann frisst du mich leider. Das ist ein bisschen doof. Na, Madame? Fredbear, wach auf jetzt! Komm ran! Es ist doch nicht zu fassen, dieser Junge. Ich habe tatsächlich gedacht, dass es nach der einen Aufgabe bereits gewesen wäre. Aber oho, nee, die Nacht fing gerade erst an. Los! Vorbei! Nein. Throw away the trash from the side exit. Staff hallway. Ist nicht dein Ernst? Na ja, Mann! Oh! Hi. Na? Dieser Ort ist auch nicht mehr dasselbe. Ein schöner Rücken kann auch entzücken, was? Etwa 15 Minuten später bin ich dann auch an meinem Zielort angelangt und war mehr als bereit, meinen Job fertigzustellen. Get snacks and drinks from storage? What more do you want from me? Refill vending machines? Wo waren denn die vending machines? Jeans? Sheesh! Sind jetzt beide aktiv, sag mal? Bitte nicht. Das hört sich irgendwie gerade so an, ne? Merkt ihr's? Das macht ihr doch nicht, oder? Das macht ihr doch niemals, oder? Das wollt ihr doch mir nicht ernsthaft erzählen? Komm schon. Hey, willst du mich verarschen, Mann? Frederik. Oh Gott. Hallo, ist wer im Büro? Haben wir endlich mal Leute, die hier arbeiten? Ja, check das mal. Ich stehe hier Wache. Scheiße. Beweg deinen Hintern da weg. Oh Gott, ich habe mich gar nicht gesehen da hinten. Bonnie kommt da jetzt. Spring Bonnie. Tut mir leid. Richtiger Superkampf-Druide. Okay, wenn Bonnie hier rausgeht und Freddy gleich in das Büro geht... Geht Bonnie hier raus und Freddy gleich in das Büro. Risky. Oh, jetzt versammeln die sich hier auch noch, ne? Musst du hier so reinlatschen? Lass mir doch mal ein bisschen Privatsphäre, ja? Nope. Wenn die mich sehen, dann bin ich gearscht, ne? Dann sehen die mich... Stop it. Oh mein Gott, dauert das lange. Na, willst du auch einen Snack haben? Was haben wir hier? Wir haben hier bestimmt ein paar Karotten oder sowas. Wer redet denn da? Ach, egal. Ich hasse Karotten. Ach, du magst ja keine Karotten. Bin Vegetarier, ich esse sowas nicht. Weil du Vegetarier bist. Hold up. Wait a minute. Ja, ist schon okay, dann ist halt keine Karotten, weil du Vegetarier bist. Das macht auch voll Sinn. That's what turns me on about you. Your attention to detail. Kleine Frage, wenn ich sterbe, ist dann muss ich dann alles nochmal machen? Weil wenn ja, dann nein. Nee, Digga. Alles flott mit der Karotte? Ah nee, bist nicht der Hase, ne? Nee, bist das andere Ding. Sorry. Ihr seid leicht zu verwechseln, okay? Das Einzige, was euch unterscheidet, sind die Ohren. Die Kopfform ist auch ganz anders. Ja, ich weiß, die Kopfform ist auch ganz anders. Ja, ich weiß, sie sind total unterschiedlich. Ich stellte dann fest, dass die drei Snackautomaten als einer zählten. Es gibt doch mehr. Es gibt doch viel mehr. Es gibt doch so viel mehr. Wo sind denn die anderen Dinger? Warte, überleg kurz, vielleicht kommst du drauf. Im Party Room. Ja, exakt. Auch wenn mich sämtliche Angst überkam, die simpelsten Dinge zu tun. Ich traue mich nicht zu gehen. Na, suchst du immer noch nach Freunden? Nein, ich nicht. Oh Gott. Aua. Ich weiß, Maskenpflicht und sowas ist nicht mehr, aber ne? Ein bisschen Abstand ist trotzdem noch ganz schön. Ich will mich ja nicht mit dem Afton-Virus anstecken. Ach, da guckt der andere um die Ecke. Die große Aufgabe für die Nacht ist es letztendlich, die Beine stillzuhalten. Nicht mehr, nicht weniger. Da will jemand aufs Klo gehen, ja? Wir brauchen dringend Reinigungskräfte. Na, wie ist die Hygiene da drin? Ich glaube, die ist bestimmt nicht so gut, ne? Oh, da drin ist es echt nicht auszuhalten. Gefällt's dir hier? Durchfusioniert einfach mal, ne? Wie heißt der? Fredbear? Spring Freddy gibt's ja, glaube ich, nicht, ne? Oh Gott, ich sollte nicht mit FNAF-Namen anfangen, sonst regt sich die Kommentarsektion auf. Ich glaube, es war noch nie so eine Prozentanzeige so dramatisch wie jetzt. Was ist überhaupt frische Luft? Kann ich Gerüche überhaupt wahrnehmen? Warum kann ich husten? Nein, bitte nicht. Oh ey, hörst du mal bitte auf damit? Das ist echt ein bisschen belästigend, ja. Ich hab gar nichts gemacht. Du stinkst. Sie haben gesagt, ich stinke. Komm schon. Lass es mich schaffen, bitte. Clean Tables, ist das dein Ernst? Wie viel soll ich denn noch tun? Wie viel habe ich denn zu tun? Ich bin nicht der Hausmeister, oder doch? Eventuell habe ich mich da doch in der Stellenanzeige verlesen. War wohl eine Hausmeisterstelle. Interagieren. Oh, ich interagiere liebend gerne mit deinen alten Pizzaresten daher. Habe ich es danach endlich mal geschafft vielleicht? Ich halte das nicht mehr aus. Okay, wer hat Bonnie eine Existenzkrise verpasst, ne? Räumt da etwa wer auf? Ich mache ihn nichts, keine Sorge.
Darf ich mal durch? Danke, sehr freundlich. Guck, Bonnie, er hat noch ein bisschen Abstand gehalten. Er ist nicht durch mich durchgebrettert, ne? Wieso kann ich überhaupt sehen? Sind es Augen oder einfach nur Kameras? Tut es weh, wenn ich sie anfange? Was laberst du? Boah, aber es ist schon sehr nah, muss man schon sagen. Kuckuck, na? Jetzt hieß es Tische abräumen. Wie unfassbar spaßig. Räum auf, räum auf. Du musst jetzt alles aufräumen. Peekaboo. Das ist echt trostlos hier, sag mal. Bist du gerade durch die Tür gelatscht? You're a wizard, Harry. Du bist wirklich besessen, oder? Here, Harry. Drei Tische später habe ich es endlich geschafft. Der Sieg war mein. Ja! 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 Nein! Es ist doch nicht vorbei, jetzt beginnt doch die Nachtschicht. Ich hab doch die ganze Nacht damit verbracht, Scheiße wegzuräumen. Ja, der Sieg war nicht von langer Dauer. Jetzt hieß es Hackerangriffe mit einem Klick stoppen, damit Fredbear nicht auf dumme Ideen kommt. Und dabei die Beine möglichst nicht benutzen, damit der Rest der Crew die Beine nicht abreißt und man sie dann gar nicht mehr benutzen kann. Bitte hab gespeichert. Wenn du nicht gespeichert hast, ich bring dich um, Game. Das ist jetzt unvorteilhaftes Timing, ehrlich mal. Sag mal, wer hat Bonnie das angetan? Dass ich da einfach nur auf einen Knopf drücken muss. Hackerman! Das ist gutes Security-System, ganz ehrlich. Geiler Job so. Finde ich klasse, ja. Ich habe hier ein bisschen zu tun, Boon. Das war die Horror-Nachtschicht des Jahrhunderts, wirklich. Das halte ich nicht aus. Das halte ich nicht aus. Ich kann nicht mehr. Ach du Scheiße, was ist denn das für ein Kabelmanagement? Das sieht ja so aus wie bei mir. Ihr sollt euch bei mir kein Beispiel nehmen. Gott, dieses Ding ist aber auch echt gewaltig, ne? Kein Wunder, dass es ein Kind den Kopf durchbissen hat. Wer wundert sich da schon, ne? Du kannst mich mal. Ich habe noch 3 Sekunden. Ja, Shift complete. Steuerung auch? Ja! Quit, Alter. Quit freut sich da schon übel. Den Job habe ich erfolgreich überstanden. Teilt doch dieses Video gerne mit anderen, denen es auch gefallen könnte und schaut euch doch dieses Video ebenfalls lustige an. Was? Hä?